Wunderschönen guten Tag, YouTube. Herzlich willkommen zu einem neuen Commentary hier bei mir. Und heute habe ich den Evilus Gaming dabei, auch genannt Adrian. Wunderschönen guten Tag. Ja, guten Tag. Jo, wir haben ein Thema dabei, ist, denke ich mal, auch relativ interessant. Und zwar Dinge, die uns beim Zocken so richtig die Laune versauen. Dinge, bei denen wir eben sagen, scheiße, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr aufs Game. Die wir vielleicht selber verursachen, aber auch die durch die Umwelt verursacht werden oder durchs Game selber. Und ich fange einfach mal mit dem ersten Punkt an. Und zwar, es kommt immer oft vor, und das habe ich auch schon 100 Mal auf meinem Kanal gesagt, wer schon lange dabei ist, der weiß das. Leute, die den Spielmodus, der da drauf steht, nicht spielen. Wie ich es immer so schön nenne. Sprich, ich spiele eine Runde Herrschaft, ich spiele eine Runde Suchen und Zerstören, was auch immer, und bin nur auf Kills aus, rushe durch die Gegend, aber kümmere mich nicht um Objective. Und ich denke, das wirst du auch so sehen, das ist eigentlich das größte und das schlimmste Problem von allen. Ganz genau, dass einfach alle Leute immer auf ihren Ego-Trip sind. Ja. So, hast du denn auch noch was, was du nennen könntest? Ja, also zum Beispiel als zweiten Punkt hatten wir einfach, dass die Leute immer versuchen, die besten Kills zu machen. Das beste Beispiel einfach die Trickshotter in Search and Destroy und die letzte Abschusskamera, dass die einfach am Anfang nur tuben und halt, ja, jemand wegtuben und dann einfach immer auf Last Kill Cam spielen und so jemand das Search and Destroy verderben im Spiel, dass man es nicht mehr spielen kann. Ja, da fällt mir auch immer ganz schön ein, ich kenne das, wenn die Sniper, sei jetzt dahingestellt, ob man die gut findet oder nicht, ich meine, letztens gab es ein Duel von Max und CK, die haben dafür auch ganz viele Dislikes bekommen, dass sie nämlich mal gesagt haben, hey, wir finden Sniper-Spieler scheiße, grundsätzlich, ich finde sie okay, aber was ich hasse ist, wenn die am Anfang einfach sich in die Ecke setzen, zum Beispiel Search and Destroy ist das beste Beispiel, warten, bis alle anderen Teammates tot sind, um dann alleine mit der Intervention loszurennen und schöne Kills zu machen und dann scheitern und man letztendlich dann jedes Match verliert. Ich glaube, ich habe, wenn da ich oft Spielmodi spiele, die im Team basiert sind und ich nicht immer mit Kumpels spiele, beziehungsweise mit Abonnenten spiele, die sich eben dann normal verhalten, ist es oft so, dass ich auch relativ viele Niederlagen in den Call of Duty-Teilen kassiere, weil da irgendwelche Randoms sind, die sich jedes Mal hinknien, eben genauso wie ich es meinte. Und ich weiß nicht, also ich spiele deshalb auch kaum noch Suchen und Zerstören. Also das ist so ein Modus, den ich überhaupt nicht mehr benutze. Spielst du das noch? Nein, kann man nicht mehr. Also auf dem PC geht gar nicht mehr. Und auf der Konsole, da sieht es doch noch schlimmer aus. Das weiß, also Xbox, also ich habe eine PS3 und eine Xbox. Ich spiele es leider beides nicht so viel, aber so wie ich es mitbekommen habe auf der Xbox, das sind ja die größten Trickshotter. Also ich glaube, auf PS3 kann man es spielen, aber auf Xbox kann man, glaube ich, es gar nicht mehr spielen. Ja, das ich habe auch so das Gefühl. Also wenn ich mir angucke, was die Kommentatoren da auch immer so erzählen, dann scheint es tatsächlich so zu sein. Und dann kommen natürlich noch als nächsten Punkt die Leute dazu, die ständig am Beleidigen sind, die einen ständig als Noob beleidigen, als Arschloch beleidigen, weil man irgendeine Waffe nutzt, weil man irgendeinen Perk nutzt. Natürlich, Tuben, finde ich, geht gar nicht, G18 geht gar nicht in MW2. Das sind so Dinge. Aber ich weiß gar nicht, am PC findet das Ganze ja, das weißt du ja auch, relativ stark im Textchat statt. Und auf den Konsolen ist es ja auch so, dass da sehr viel dann rumgebrüllt wird. Findest du das eigentlich gut, dass die da immer so viel rumbrüllen auf den Konsolen da? Über diese Voice-Chat? Nee, gar nicht. Erstens im Voice-Chat und dann kann man auf Xbox auch immer noch so Voice-Nachrichten verschicken. Ne? Da kriegt man ja auch immer die übelsten Nachrichten, ne? Und das ist ja, das ist richtig krass, was man da für Voice-Nachrichten bekommt, hey. Die beleidigen dich auf Englisch oder auf Deutsch eben so aufs Derbste, aber richtig krass. Das habe ich auch schon. Da gibt es so ein paar YouTuber, die immer so ihre Voice-Nachrichten, die sie bekommen, hochladen. Genau. Und das sind so geile Dinger bei. Unglaublich, ja, was man da das bekommt. Ja. Da haben wir ja eigentlich als PC-Spieler den Vorteil, dass viel über die Textnachricht geht. Also sprich, in-game schnell mal einen Text schreiben, ob ich da nur beleidigt werde oder nicht. Ich lese das meistens gar nicht. Ja, ich auch nicht mehr. Noch gar nicht mehr hin. Und das halt, auf PC haben auch die meisten eigentlich gar kein Mikro mehr. Also das sprich, die reden, also die können gar nichts reden, weil die meisten einfach kein Mikro haben oder Headset sogar. Ja, das verstehe ich zwar auf dem PC nicht, aber das ist tatsächlich so. Ja, ganz viele. Genau. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Möchtest du den machen? Ja, den kann ich gerne machen. Und zum Beispiel haben wir als nächsten Punkt, dass sich das, also jetzt bei Alter WNet am PC das große Beispiel, dass wenn man einfach die Windows-Taste hinkommt, dass sich sofort minimiert. Und zum Beispiel für einen Commentator oder halt jemand, der was aufnimmt,
dann, ich glaube, sogar diese Fehlermeldung kommt bei Fraps und ich glaube auch bei jedem Aufnahmeprogramm und das verdirbt auch immer. Also wenn mir das passiert, dann muss ich sagen, ich höre sofort das Spiel auf. Das ist ganz, ganz grausam, ja. Vor allen Dingen, wenn du gerade eine Ja. gute Runde hast und dann Genau. drückst du aus Versehen, du kommst halt mit dem Handballen rauf, das ist bei mir zum Beispiel so, Genau, und dann ja. minimiert sich das Spiel. Dann, ja, da bin ich mal zum Ausrasten. Da hast du 50-0 und dann, na, nein. Ja. Und bei, ja, beim originalen MW2 im Steam ist es zum Glück nicht so leicht. Da muss man so eine Kombination drücken, RG Alt und Tab und so. Kommt man nicht so leicht. Deshalb sind ja Aber. eigentlich diese ganzen Recorder jetzt hier, wie in Black Ops, relativ gut. Weil die nehmen natürlich trotzdem auf. Weil du stehst ja dann nur in der Ecke. Währenddessen die Aufnahmegeräte, mit denen du abfilmst am PC, natürlich da sehr nachteilig sind. Also das ist natürlich scheiße. Und vor allen Dingen ist es auch so, manchmal passiert es ist ganz selten, aber mir ist es auch schon passiert, ich habe das Spiel minimiert, will es wieder maximieren und dann kommt DirectX-Fehler. Ganz Und das genau. ist. Wenn Oh. minimiert, genau, wenn es auch nur minimiert, dann kommt DirectX-Fehler. Das ist mir, glaube ich, das passiert mir zweimal am Tag. Ja, das ist das Das schlimmste ist so Problem, würde ich mal sagen. grausam, also es ist unglaublich, da rege ich mich auch immer auf. Und worüber regen wir uns natürlich auch auf als Gamer, vor allen Dingen, wenn man noch bei den Eltern wohnt, über die Eltern selber. Natürlich, wenn die Eltern ins Zimmer kommen, man ist gerade total konzentriert, man spielt gerade die Runde seines Lebens oder man nimmt ein Commentary auf, das soll auch mal so am Rande, ein Live-Commentary wohlgemerkt, am Rande erwähnt sein, und da kommen die Eltern ins Zimmer. Und dann, also ich kenne es halt selber noch. Mittlerweile ist es natürlich auch nicht mehr so, wenn ich meine Tür zu habe, dann ist sie zu und dann kommt auch keiner rein. Aber ich weiß halt, wo ich jünger war, war es halt auch so. Dann kam halt jeder gleich rein. Und du bist gerade so richtig drin und wirklich, du spielst gut. Und dann kommen die und labern dich wirklich zu. Ja, ganz Das ist genau. so schlimm. Und da will man immer abwinken, irgendwie so, ja, geh raus, geh raus. Also sag's nicht so mit der Hand und gehen sie immer noch nicht raus und kommen sie näher her und quatschen noch lauter. Genau. Das ist bei mir auch so. Das passiert mir zurzeit ziemlich oft. Ja, du zeigst dann an, geh raus, raus, raus. Ja, Ja, und genau so dann. mit der Hand. Und ich möchte nicht, dass du. Ich möchte jetzt mit dir reden, ja. Oh, ja, Genau, ist gut. oder was willst du, oder was, oder warum schickst du mich raus oder so? Hast du Total was zu Wahnsinn. verbergen? Hatte ich früher. Gab's Genau, früher. ja, ganz Das genau. weiß ich noch. Ja, nein, ich möchte jetzt nur in Ruhe spielen. Dankeschön. Mann. Ganz Das ist genau. auch ganz, ganz großes Problem. Oh ja. Ansonsten, was haben wir noch? Zum Beispiel einfach der PC-Absturz oder Spiel bricht ab. Also jetzt mal nicht nur auf dem PC zurück zu kommen, sondern auf Konsole. Die Konsole kann sich ja auch aufhängen. Das passiert mir, weil ich habe jetzt nicht die neueste. Ich weiß nicht, wie es bei den neuesten ist. Aber also meine Xbox hängt sich schon öfters auf. Und einfach wenn bei PC einfach MW2 abbricht, zum Beispiel der DirectX-Fehler bei Fraps oder einfach der PC stürzt ab, wenn nicht jemand den besten PC hat. Aber kann ja auch wegen alles kommen. Ja, auch ein Riesenproblem. Ich hatte es zum Beispiel früher mal so, das ist mittlerweile nicht mehr, aber damals hatte ich den PC direkt an meinen Füßen stehen. Und dann bin ich manchmal, wenn ich, weiß ich nicht, man bewegt sich ja doch irgendwie. Also ich sitze ja nicht so ganz still da, bin ich Ja, mit dem ist klar. Fuß manchmal auf den Ausknopf gekommen. Und dann fuhr das Ding runter. Da habe ich Wahnsinn. mich so aufgeregt, ja. Mensch! Ey! Ja, und ich habe natürlich dem PC die Schuld gegeben. Ist natürlich Quatsch, ich bin ja mit meinem Ja, C gegengekommen. ist Aber ja da habe ich mich logisch. so aufgeregt. Ja, Unglaublich. das ist. Ja, bei mir ist es auch so, also im alten PC, da war der Knopf unten. Also, ganz ehrlich, das ist auch so eine, manchmal auch so eine Fehlkonstruktion. Und dann bin ich auch immer mit dem Fuß hingekommen. Jetzt ist er zum Glück oben. Ich muss heute drüber lachen, aber damals war es eigentlich schon relativ scheiße. Und ihr merkt ja, wir sind ja gerade so ein bisschen dabei, auch Punkte zu nennen, die nicht unbedingt mit Game selber zu tun haben, sprich einfach diese Einwirkungen von der Umwelt oder auch eigene Fehler, die dabei auftreten können. Und natürlich ein ganz elementarer Punkt, der jetzt auch gerade der Fall ist, wenn ich mich nach rechts drehe, ist, ich habe das Rollo nicht unten oder was auch immer und die Sonne scheint so richtig schön von der Seite ins Zimmer, scheint mich an. Ich werde geblendet, der Bildschirm, der ist auch. Ich habe zwar keinen Bildschirm, der so gläsern ist, dass er blenden kann, beziehungsweise dass er das Licht so aufnimmt, aber trotzdem ist das einfach extrem nervig. Und ich weiß nicht, inwieweit du das kennst, wenn manchmal Ja, ist eigentlich der Himmel komplett wolkenverhangen und dann kommt genau, und plötzlich dann die kommt immer Sonne. die Sonne rein, genau. Und Genau. dann sehe ich ungefähr die Hälfte vom Bildschirm nicht. Und dann kann ich einfach nicht zocken, weil dann kann ich auf die rechte Seite sehen und auf der linken Seite bin ich blind. Und zwar komplett. Das ist echt Weil geil, genau, weil es einfach so krass spiegelt, dass man nichts mehr sehen kann. Oder die Sonne oder das Fenster. Also früher war mein Schreibtisch so, dass ich das Fenster genau im Gesicht hatte.
Und dann kam manchmal die Sonne und ja, und ich bin ziemlich sonnenempfindlich, also von den Augen her, und boah, das war der Horror. Ja. Ja, und ich glaube, wichtig ist vielleicht noch zu sagen, so als letztes für uns Kommentatoren, vielleicht, wenn man aufnimmt und es dann eben nicht aufnimmt, weil man die Taste nicht richtig gedrückt hat oder weil ein Fehler im Video auch manchmal ist, das hatte ich früher mal, das ist auch ganz böse, da rege ich mich auch stinkend drüber auf, weil man meistens dann immer die Runde seines Lebens spielt. Genau. Oder zum Beispiel im Black Ops, wenn es im Kino nicht aufnimmt. Das ist sowieso das Allerschlimmste und da könnte ich immer mit den Zähnen knirschen, weil das geht gar nicht, ja, weil dafür ist dieser Scheiß-Theatermodus da. Aber gut, Ganz ihr könnt ja genau. mal eure Erfahrungen runterschreiben. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir eigentlich durch. Ja. Ich bedanke mich erstmal, dass du hier warst, dass wir das Duell gemacht haben und Ja. überlasse natürlich wie immer meinem Gast das Schlusswort. Ja, Servus Leute, haut rein.